Guten Morgen, liebe Studenten. So, how did you get the first part of the German words? Do you still remember? Can you speak German already? We will check this out a little bit today. I will introduce to you a so-called Foto-Hör-Geschichte. It exists out of the components photos, as the word says already, the listening audio files, and then at the end it should be a whole story. You can see it here on the screen already. We have 8 slides for the whole story, and I will introduce to you one by one with the audio file separate. So, let's start. Are you ready? Slide 1. Lektion 1. Guten Tag. Mein Name ist... Folge 1. Coco. Oh, Telefon. Moment mal bitte, Timo. Ja, gut, Anton. Okay. Ja? Hallo? Hallo? Ja, ja. Hä? Was? Mhm. Wer ist das? Ah. Ja? Guten Tag. Guten Tag. Slide 3. Ja, hallo? Hallo, wer bist du? Ja. Wer bist du? Wer bist du? Ah. Wer bist du? Ich heiße Timo. Ja. Ich heiße Timo. Timo. Ah, so? Timo? Timo? Ja. Stimmt. Und wer bist du? Ich heiße Timo. Ja. Timo? Nein, stopp. Ich bin Timo. Ich heiße Timo. Und wie heißt du? Coco. 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 Ah. Du heißt Coco. Okay. Coco. Coco. Okay. Du heißt Coco. Nein, ich bin Timo. Ja. Ja. Ich heiße Timo. Du bist Coco. Du bist Coco. Nein, Timo. Ja. T-I-M-O. Timo. Timo. Timo? Richtig. Slide 5. Ich komme aus Finnland. Und du? Woher kommst du? Aus Amerika? Tante Erika? Tante Erika? Was? 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 Sprechen Sie Deutsch? Okay. Hey! Slide 6. Sprechen Sie Deutsch? Ja, Coco, ich spreche Deutsch. So? Ich spreche Finnisch und Englisch und ein bisschen Deutsch. Also dann, auf Wiederhören. Ja, ja, tschüss. Aha, aha, so, ein bisschen, bisschen, bisschen. Slide 7. Au! Oh. Hey! Coco! Hey! Last but not least. Slide 8. Das ist Timo.
Timo! Haha! Auf Wiederhören! Tschüss! Auf Wiederhören! Tschüss! So, haben Sie alles verstanden? It is not so much to listen, right? We can hear Coco, we can hear the parrot, den Papagei, and some person. So, what is the whole story like? Let's have a look on the whole story once again and try to summarize what you have heard and what you have understood from there. Try to go through in your mind the whole story. Try to find a few sentences to explain what's going on. You can do that in your mother tongue. So now I will ask you a few questions. Where is das? You remember? Who is this? There are three characters in this story. Who is who? The first one is Anton. Still you remember the name of the second one. Das ist Timo. Und unser Papagei ist Coco. Now some questions to you. Wer sagt das? Who says the following sentences? Guten Tag. Who is saying this? Do you still remember? Ich heiße Timo. Oh, that's easy, I think. Ich komme aus Finnland. Ich spreche Finnisch und Englisch und ein bisschen Deutsch. Sprechen Sie Deutsch? So, wer sagt das? Guten Tag, das war Coco. So, we start now our own small little Facebook. Ich heiße Timo. Timo. Ich komme aus Finnland. Achso, Timo. Ich spreche Finnisch, Englisch und ein bisschen Deutsch. Also Timo. Und sprechen Sie Deutsch? Das ist again Coco. So Anton has not much to say in this story, right? Sorry for this. But he is on the phone with another person, as you know. Thank you so much for your attention and tschüss, bis zum nächsten Mal. Dankeschön, auf Wiedersehen. Bye bye.